Jo, ihr Lieben, was geht ab? Seid ganz herzlich willkommen zu einem League of Legends Gameplay mit Jungle Timo. Es ist mal wieder soweit, einmal im Monat geht das klar und ich habe auch schon in meinen Kommentaren gelesen, Mike, wann ist es wieder soweit? Jungle Timo, ein Pick, der mich so ein bisschen inzwischen auszeichnet, den ich immer mal wieder gerne bringe und die Leute kommen nicht drauf klar. Du wirst teilweise in der Champions League geblamed oder die Leute dodgen dich. Ich habe das Ganze auch schon mal in Diamond 1 im Rank gebracht. Also da könnt ihr einfach mal bei YouTube eingehen, Mr. Mike AP Jungle Team und mal so gucken, was ihr so findet. Ihr werdet auf jeden Fall das einmal im Video finden. Jetzt starten wir erstmal hier auf Seiten der Botlane, weil da kriege ich auf jeden Fall ein richtig sexy Pull hier mit Jhin und Kaiser zusammen. Da war der Grom noch nicht mal richtig bereit. Jetzt habe ich meinen Auto-Tag einmal abgebrochen, aber wir stehen auf jeden Fall immer noch sehr gut da. Dieses fette Viech, das werden wir jetzt hier smiten. Und wir laufen weiter. Der erste Trank läuft. Es ist auch, ne, viele denken so, yo, dir fehlt der AOE, dir fehlt der ultimative Damage. Teilweise ja, teilweise nein. Weil guckt euch an, was wir machen. Wir attackieren unterschiedliche Minions, um auf verschiedenen Minions das Gift drauf zu bekommen. Und sobald ihr erstmal eine gewisse AP habt, werdet ihr merken, das Gift, das hat es echt in sich. Und man kommt ziemlich, ziemlich gut dann klar. Jetzt sind wir Level 3. Jetzt müssen wir nur ganz kurz aufpassen. Die Gegner, wenn die Gegner sehen, ey, da ist ein Timo im Jungle, dann invaden die. Das ist ganz, ganz, ganz oft der Fall. Ich skill jetzt mal nicht meine W. Ich will ein verstärktes Gift haben. Und wir kiten den. Wir konnten einen Auto-Attack. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, wenn jetzt Xin um die Ecke kommt. Aus diesem Grund kiten wir den Red Buff jetzt lieber nochmal nach unten hinweg. Ich glaube, wenn Xin kommt, dann kommt er da von oben. Okay, Red Buff haben wir gemacht. Alles easy peasy, gar kein Problem. Wir machen jetzt mal ganz kurz hier nochmal ein klein nebenbei. Und gucken weiter. Wenn Xin kommt, glaube ich, vielleicht kriegen wir ihn sogar. Weil es ist ein Champion, der sehr auf Auto-Attacks basiert. Wir haben unseren Blind. Wir machen jetzt die Krabbe. Kann übrigens auch mein Blind mal benutzen hier für ein bisschen Damage. Ich wollte ihn eigentlich smiten. Und... Oh Leute. Yasuo ist relativ weit draußen. Fiora macht es genau richtig. Wird es schaffen, den Slide über die... Stark. Stark, Yasuo. Muss er ihm lassen. Er hat sogar den Slide hier rüber geschafft. Aber er hat instant geflasht. Von daher... Das ist nicht so ganz dramatisch. Xin währenddessen ist auf der Botlane. Yasuo wird gleich auch wieder auf die Toplane kommen. Dann ohne Flash und wir können letztendlich weiter jungeln. Hat uns nicht viel gekostet, die kleine Route da zu nehmen. War gut von mir so, ne? Schafft nicht jeder in der Stresssituation den Slide. Und jetzt ist die Frage, ne? Hat Yasuo jetzt den Freeze, ja oder nein? Ich denke, es ist... weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Vielleicht will er ja wirklich nochmal. Ah, okay. Hier scheint gewordet zu sein. Yasuo weiß Bescheid. Und aus diesem Grund mache ich Folgendes. Wir bauen jetzt zwei... Ganz entspannt, zweimal das AP-Buch. Man könnte jetzt auch auf Challenging Smite gehen, definitiv. Aber meine Erfahrung sagt mir, ihr habt den Überraschungsburst mit zweifachem Büchlein. Und man baut natürlich das AP-Jungle-Item, das ist klar. Yes, Sir. Und gegnerische Xin sehe ich gerade, hat einen Kill bekommen. Machen wir schnell die zwei Camps. Ich glaube, ich habe mir mein Smite auf für den Grom. Botlane braucht Help, okay. Oh, die Wölfe haben hart wehgetan. Es ist sehr schwer geworden, den Grom zum Verfehlen zu bringen.
Hat sie. Doppelkill für Timo. Es ist einmal ein 2 für 2, man darf nicht außer Acht lassen. Ich war sehr low bei diesem Gank. Der Varus hat auch nicht geheilt. Das war nämlich das Ding. Der Varus hat die Karma nicht geheilt, weil ich hätte mir mein Q sparen können. Karma wäre dann auch schon bei dem Autotech gestorben und dann hätte ich mein Q auf Varus schießen können. Dann hätten seine nächsten Autotechs erstmal, die wären schön in den Blind reingelaufen. Und dann wäre ich wahrscheinlich sogar noch am Leben geblieben. So oder so, zwei Kills. Challenging Smite und Boots. Gut fürs Kiten, gut fürs Jungle. Und ein weiterer Brandeffekt. Die Buffs respawnen so langsam. Und weiter geht's. Welches Level ist der Xin? Der ist schon 6. Ne, der ist 5. Da haben wir gerade gesehen. Könnte sein, dass er Bock hat, uns zu besuchen. Müssen wir darauf vorbereitet sein. Okay, ich sehe ihn momentan nicht kommen. Dann heben wir lieber Challenging Smite auf. Ein geschenkter Kill. Geschenkter Kill für Xin. Sehr, sehr leicht für den. Weiß auch nicht, was der Jin hier vorne gemacht hat. 47 Sekunden bis zu meinem nächsten Buff. Man könnte durchaus probieren. Me close one more time. I don't wanna hurt anymore. Ich hab einen Ohrwurm. Gerade auf YouTube ein Video, ein DSDS-Video gesehen. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal kurz das Camp, weil wir haben ja eh unser Smite. Und wir sind damit Level 6. Okay. Kurz unsichtbar gehen, wir haben die ganz kurze Zeit. Zack, denn dann kriegen wir mehr Attack Speed. Okay, ordentlich. Smite ist bereit. Ich würde aber gerne Smite aufheben. Denn Changing Smite ist, schon auf jeden Fall ein sehr starkes Tool. Bin ich jetzt gespannt. Okay, das war auch ein geschenkter Kill für mich. Das war auch ein sehr geschenkter Kill für mich. Ah, der Buff ist schon. Ah, wie viel brennt er noch? Nicht mehr. Ah, wie viel Leben hat er? Ein Auto-Attack mehr wäre es gewesen. Da hat er ziemlich einen Schaden angerichtet. Hat er auch sein Challenging Smite? Auch Changing Smite 4-0. Okay. Dieses eine Mal, Xin, gönne ich dir das. Nächstes Mal werde ich härter kämpfen mit härteren Bandagen. 3 zu 2, 44 CS. Der gegnerische Jungler fängt an zu snowballen. Ich würde hier gerne Level 7 machen und dann Botlane gehen. Schade, dass man den Grump nicht mehr blenden kann, ey. Okay, die All-In. Easy. Da flasht sogar noch der... Nee. Varus ist an meinem Dot verreckt. Das war... Schade. Naja, Su spielt sehr gut. Unterm Tower geht vielleicht was. Die werden mich so diven. Und die Explosion ging auch nicht durch. Tower Aggro auch nicht mehr. Aber wobei, doch, doch, klar. Nein! Yasuo ist so schnell an mir vorbeigeslidet, dass er nicht mehr den Pilz dort abbekommen hat. Und ich meine, ich dachte, ich hätte ihn geblindet. Der Tower ist auf jeden Fall damit gedefft.
Und der eine Towerschuss ging auch nicht mehr auf Xin. Anaki, da hätte ich vielleicht sogar zwei Kills kriegen können, wenn ich meinen Pilz unter mir platziert hätte, als auch den Minion. Also die Gegner haben auch innerhalb einer halben Sekunde reagiert. Tower steht. Und jetzt holen wir uns auf jeden Fall den Varus, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel Potenzial da noch war. Nice, da kommt noch der Kassadin. Krieg ich noch den Support? Das wäre natürlich super sweet. Ne, Support ist leider nicht mehr drin. Burst Damage auf Varus ist aber im Haus. Und wir gehen uns weiter heilen, denn der Blue Buff kommt. Ich würde gerne zu meinen Buff-Rotationen, würde ich ganz gerne da sein. Ich überlege mal gerade. Es gibt ziemlich viele coole Items jetzt mit der AP-Veränderung, die ich auf Jungle Teemo bringen kann. Normalerweise brauche ich gerne Gunblade oder Lich Bane, aber warte mal, Ludens, macht das Sinn? Also auch Spellbinder könnte super interessant sein. 20% Cooldown Reduction brauche ich nicht wirklich. Ich glaube, ich bleibe nochmal bei dem Gunblade. Und schau mal, was da geht. Ich glaube, ich mache Gunblade, Lich Bane, Spellbinder? Ein sehr vernünftiger Yasuo. Ah, der Tower ist leider schon zu weak, als dass ich das deffen kann. Nice, good job. Kaiser kommt jetzt. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Da kommt der Yasuo. Ah, die Minions. Trigger nicht. Nein, ich habe mit Yasuo nicht mal Support bekommen. Ah, der hat da die Windwand gegen mich eingesetzt. Ich glaube, wir machen Folgendes. Wir nutzen die Gunst der Stunde und holen uns den Drachen. Ich glaube, ich nehme sogar einen Pilz dafür. Einfach für einen extra Dot-Effekt. Mehr Damage. Aber die Tatsache hier, dass man ab irgendeinem Zeitpunkt auch easy einen Solo-Drake bekommt, ist auf jeden Fall eine feine. Wir sind auch noch relativ voll dazu. Okay. Ich frage mich, haben die hier irgendwo gewardet? Ne, Yasuo schaffe ich nicht, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe ein bisschen gehofft auf den Varus. Wie viel Schaden habe ich auf Karma? Oh, das wird spannend, Guys. Schade, Ari ist auch noch da. Ich kann meinen Pilz nicht platzieren. Ah, da ist auch noch der Xin, jetzt werde ich hier eingekesselt. Ist nicht cool. Dann gehen wir erstmal. Die mit ihren Orbs versuchen hier sich zu schaffen. Man darf nicht vergessen, wir haben auch noch eine Kassadin mit 3-0 und Kassadin ist ja ein bekanntlich sehr guter Scaling-Champion. Guck mal, der Xin ist auch gerade mal noch Level 10. Auto-Attack-Q, Mega-Damage.
kommt der Xin gleich von hinten. Ich halte kurz Stellung. Falls er kommt, bin ich da, um ihn zu blenden. Mit den ganzen Gift. Ah, seine Ulti, ne? Da läuft der Jhin auch noch rein. Er kriegt es. Er kriegt's. Fiora gegen Yasuo. Ganz knappes Battle. Vielleicht kann ich aber hier nochmal abstauben. Hat er keine Wall? Wer in meinem Gift sowieso verbrannt? Ich habe keine Ahnung. Sicher ist sicher. Jeden Kill nehmen wir auf jeden Fall mit, den wir kriegen können. Der nächste Drache ist wieder ein Mount Drake. Ich weiß nicht warum, wenn ich Teemo Jungle spiele, habe ich mit die kompetitivsten Gedanken überhaupt. Ich mag es, deswegen mag ich es, glaube ich, Trollpicks zu spielen, weil ich mit Trollpicks einfach tryhern will, um zu beweisen, dass es gar keine richtigen Trollpicks sind. Versteht ihr, was ich meine? Ich will mich ein bisschen von der Meta damit absetzen und andere Leute inspirieren. Okay, der Buff kommt und dann können wir sehr dick einkaufen gehen. Das war noch kein ganzes Gunplay. Ja, fast. Können wir uns Lichbane vielleicht leisten? Auch nicht. Doch, Lichbane könnte man sich leisten, wenn ich noch ein bisschen warte. Okay, ich versuche einen Full Gunblade zu holen. Einzige Frage ist, pusht Yasuo weiter? Ah, hier sind sogar zwei jetzt. Wie soll ich das halten, Leute? Wenn die Windwand von Yasuo instant kommt, kann ich auch kein Damage machen. Ah, warum versuche ich ihm zu helfen? Oh, oh! Boah, sie hat noch ein Schild. Ja, Fiora hat sich aber auch instant geopfert, das war, hätte man nicht chasen sollen. Vor allem hatte ich auch 3000 Gold im Pedo. Jetzt, Leute, das ist einer der Momente, wo ihr sehr, sehr viel Spaß haben könnt. Von mir aus kann jetzt auch die Midlane Ahri kommen. Und dann werden wir mal demonstrieren, was hier für eine Power drin steckt. In Gunblade Teemo bei Minute 20. Oh, da ist sogar noch ein Yasuo, Alter. Der Yasuo ist brutal, Mann. Ich habe das Gefühl, der ist everywhere. Und der macht alles. Aber auch die gegnerische Botlane jetzt. Natürlich auch Xin, ne? Teemo ist einer, du willst gern tanzen. Du willst gern, dass der Fight ein bisschen länger dauert. Dass die Gegner einen falschen Schritt machen. Aber so wie die meine Leute hier gerade instant platzen...
Genau so. Wenn der Fight ein bisschen länger dauert, wenn man ein bisschen kiten kann, links, rechts, hin und zurück, dann glänzt Timo. Aber solange sich, wie gesagt, keiner opfert, ist alles gut. Nasch. Ich hau da sogar noch einen Pilz rein. Oh, wir haben Damage! Und sehr viel Schaden, guys. Nice. Ein sehr guter Nasher. Eigentlich ist die Fähigkeit, jemanden blenden zu können, sehr, sehr stark. Aber wenn ich mir Yasuos Windwand anschaue, dann habe ich das Gefühl, die ist sogar noch stärker. Die Windwand, Mann. Neun, vier, drei. Leute, we are coming. Vielleicht ist der Gegner Red Buff da. Xin hat den nicht momentan, das ist gut. Yasuo ist auch nicht da. Ah, schade, der ist aber schon weg trotzdem. Hier ist alles schon gemacht. Keine Möglichkeit, hier großartig zu countern. Wir covern ein bisschen hier, falls jemand flanken kommt. Ace, die Q hat Karma zerschmettert. Ah, sehr schön, Kassadin. Nur Ahri lebt gleich. Ah, sie musste sogar noch ultien. Mega sweet, guys. Good job. Good job, guys. Das war ein sehr guter Push. Ich muss sagen, also wirklich auch jedes Mal, wenn ich ihn sehe, der Yasuo, spiele ich vernünftig. Aber ob er es carryen kann, das werden wir sehen. 3400, das ist für uns entweder das neue Ludens oder Lich Bane. Eigentlich muss es Lich Bane sein. Für den extra Burst, ihr seht ja, was ich mache. Ich tänzel mich nach vorne, mache eine Burst-Kombo, gehe zurück, warte auf mein Q oder dass jemand in den Pilz reinläuft, mache noch eine Kombo. Und sowohl Challenging Smite als auch Red Buff als auch E oder der Pilz, das sind vier verschiedene Dots, die den Gegner belagern. Dots gleich Damage over Time. Pass mal auf, was ich für einen Burst hier habe, wenn er hier stehen bleibt. Der hatte Sicht auf mir! Hatte Ahri noch die Sicht auf mir? Ah, schade.
Habe ich meinen Mund zu groß aufgemacht und ich kam mit meiner Fähigkeit nicht ran, um den Burst dann am Ende durchzubringen. Scheiße, geht rein. Alter, wie weit kann die engagen? Also, wie ich weiß, ist, wenn sie jemanden markiert hat, kann sie rein, aber das geht doch nicht so weit, oder? Okay, dann machen wir jetzt einen Rabidons am Ende. Und, Morellos. Ah, ne, nicht Morellos. Hier, Leandris. Für noch mehr Burn. Das ist super, für noch mehr Burn. Let's go. Red Buff ist da. Ne, sehr lieb, da steht. Ich glaube, warte, mein Team beendet gerade. Wir gehen mit 10-5 aus dem Haus. Und das nach dem Start. Kaiser glänzt noch mit 11 Kills. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Dann kommt das Teemo-Icon raus aus Kaiser. Und am Ende sage ich GG well played, Leute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Falls ihr entspannen konntet, falls ihr Spaß hattet oder entertained wurdet, ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und wir gucken uns ganz kurz nochmal den Damage-Graphen an. Für alle die, die nochmal die Power der Dot sehen wollen. Habt ihr nochmal ganz kurz Einblicke, tiefe Einblicke gehabt? Happens. Ich würde sagen Kaiser oder Kasserling. Ich glaube, die entscheidenden Moves hat sogar Kasserling gemacht. Hätten es beide auf jeden Fall verdient. Zack, Advanced Details. Jetzt gucken wir uns nochmal den Damage-Graphen an. Und das aus dem Jungle heraus, Leute. Ich bedanke mich für eure Zeit. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und macht's gut.